So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen sehr, sehr schönen Umbau da. Und zwar bauen wir heute die M-Performance-Bremsanlage ein, die M-Track-Bremse und ein KW-DDC mit neuen Domlagern. Zu der Bremse, da haben wir sehr viele Anfragen schon gehabt. Wir haben das schon vor, ich glaube vor 5-6 Jahren habe ich das schon mal gemacht, an meinem eigenen Kfz. Ich will gleich auf das Thema Bremse mal eingehen, weil viele haben damals vor 5 Jahren gesagt, das geht nicht, das klappt nicht, das passt nicht. Ich erkläre euch das mal, wie das doch passt, und ja, ich würde sagen, ich steige jetzt erstmal aus und dann geht's weiter. Wir haben hier ein KW-DDC und wir haben hier Zubehör-Domlager, beziehungsweise die gehören nicht dazu, also sind original BMW-Domlager. Wie man sieht, war das KW-DDC-Fahrwerk schon mal verbaut. Wir haben auch damals das in meinem M3 F80 gehabt. Ist schon 6 Jahre her. Ist ein sehr gutes Fahrwerk. Teilweise manchmal für Leute, die auf der Rennstrecke fahren, aber ein bisschen zu weich, muss ich sagen. Da kommt man natürlich mit dem Clubsport weiter. Aber für Leute, die mehr auf der Straße fahren oder das Fahrzeug mehr daily bewegen, ist das auf jeden Fall besser, wenn man das DDC nimmt. Ist auch auf jeden Fall sehr komfortabel zu fahren. Ihr könnt weiterhin die elektronische Dämpferverstellung benutzen, die BMW euch werkseitig mitgibt im M4. Und im Komfort ist es wirklich sehr komfortabel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine 5er Limousine ist, aber wirkt wirklich schon sehr komfortabel. Im Sport Plus ist das Fahrzeug schön straff, das Fahrwerk straff, und man kann es auch fahren, ne? Mit den Seriendämpfer kann man im Sport Plus ja nicht fahren, weil da hoppelt er sich einen ab. Das kann das Fahrwerk auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein gutes Fahrwerk. Man hat hier sehr viel Restgewinde, also man hat einen sehr, sehr hohen Raum nach oben oder nach unten kann man fahren. Das Fahrwerk war schon mal verbaut, hat er gebraucht von einem Kollegen gekauft, war dann aber kurz bei KW eingeschickt worden und dann zurück. Somit ist es abgenommen und absolut neuwertig, und jetzt können wir das verbauen, sonst hätten wir das auch nicht eingebaut. Ist jetzt alles hier picobello. Leider das KW-Werkzeug nicht mitgeliefert, aber hat er mir gesagt, das habe ich aber hier, das ist gar kein Problem. So, wir haben jetzt hier nochmal die Fischer Hydraulik Stahlflexleitungen. Bremsflüssigkeit machen wir auch gleich mit natürlich, ist ja klar, muss entlüftet werden, neue Flüssigkeit rein. Wir haben dann hier noch die Carbonringe, die werden wir ebenfalls montieren für den guten Adam. Also, heute großer Umbau. Das ist die M-Performance-Track-Bremse. Ich zeige euch gleich alles. Die M-Track-Bremse ist eigentlich von BMW nur für den M2 Competition freigegeben. Im Endeffekt ist die M-Track-Bremse beim M2 Competition gegen Aufpreis zu bestellen. Dann habt ihr aber graue Sättel. Wenn ihr die im Nachhinein kauft, dann ist sie laut BMW eh nur für den M2 Competition freigegeben. Also wenn ihr sagt, ich würde die gerne auf den M3, M4, was auch immer montieren, dann sagen die, nee, ist nicht. Also müsst ihr das immer ohne Fahrgestellnummer ordern. Das dazu. Und wenn sie dann kommt, kommt sie mit rotem Sattel, so dass man nachvollziehen kann, ey, diese Bremse war nicht ab Werk bei diesem Fahrzeug montiert, sondern ist im Nachhinein als Upgrade draufgekommen. Da die Vorderachse bei den Fahrzeugen identisch ist oder so gut wie identisch ist, passt die Bremse auch vorne drauf. Deswegen haben wir die schon vor 6 Jahren umgebaut, wo alle gesagt haben, das geht nicht, das passt nicht und so weiter. Ich habe die damals auf dem M3 F80 gebaut von mir, und dann haben wir das gleiche für den Kunden auf dem M4 F82 gebaut. Und meine kam dann 2-3 Jahre später raus und hab die dann beim Basti eingebaut. Und der fährt einen M4 F83, also Cabrio. Also die passt überall drauf, ja? Obwohl sie ursprünglich auf einem M2 Competition vorgesehen ist. Also theoretisch könntest du die auch auf einem normalen M2 ohne Competition verbauen. Das dazu. So, die M-Track-Bremse ist von BMW ein bisschen verschönert worden. Im Endeffekt ist das eine M5 F10 Bremse. Ja, also nicht F90, sondern F10, der Vorgänger. Da 6 Kolben vorne, 4 Kolben hinten, 400er Scheibe vorne und ich meine 370er Scheibe hinten. Packt dadurch ordentlich zu, wiegt aber auch, glaube ich, 22 Kilo mehr oder sowas. Also ist schon ordentlich, was die Bremse wiegt. Wenn ihr die Kartons schleppt, dann wisst ihr, was ich meine. Kann aber auf jeden Fall was und ist eine gute Alternative zu teuren Keramikbremse, ne? Weil da will jetzt niemand, weiß ich nicht, 8, 9, 10.000 Euro gebraucht werden, die 5, 6, 7.000 Euro gehandelt. Das will keiner ausgeben, deswegen holen sich viele Leute für 4.000, 5.000 Euro die M-Track-Bremse. Bauen wir heute hier jetzt ein im M4 F83. Also im Endeffekt ist die M2 Competition Track-Bremse, die ihr gegen Aufpreis kriegt, mit dem grauen Sattel, exakt die hier mit dem roten Sattel, die ich euch gleich zeigen werde. Wenn ihr vom M5 F10 die M-Performance-Bremsbeläge nimmt, die kosten 500, 600 Euro,
dann packen die ordentlich zu. Weil ich muss sagen, bei der M-Track-Bremse hier, die Serienbelege sind halt die Serien-M5-Belege und die sind jetzt nicht gerade der Hit. Ne? Also da würde ich immer den M-Performance-Belag nehmen. So Leute, ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Wir machen nebenbei noch ein paar andere Sachen. Und ja, wir werden aber, weil wir ja Freak sind, nicht nur das so machen, wie ich es euch erklärt habe, sondern wir werden dazu noch die Fischer Stahlflex-Bremsleitungen nehmen, wenn wir schon dabei sind. Wir werden nochmal die verbesserte Motul RBF 700 Bremsflüssigkeit nehmen. Wir werden zu dem KW-DDC noch die Carbonringe benutzen. Und somit haben wir hier ein rundes Paket, würde ich sagen. Ne? Und das macht doch Spaß. Das ist das Thema, was wir schon oft euch erklären wollten und rausbringen wollten. Als ich das damals vor 6 Jahren gemacht habe, haben alle gesagt, ne, guck mal, wir sind jetzt 2022, also es ist im Endeffekt schon 7 Jahre her. Und da hieß es, ne, das geht nicht, gibt's nicht, gab's nicht, was auch immer. Ne? Ja, 6 Jahre ist es ja, stimmt, 6 Jahre. So, passt perfekt. Und das war das, Leute. Das sind unsere Carbonringe. Und die können angepasst werden auf jeden, ja nicht auf jeden, aber auf sehr viele BMW-Gewindeversteller. Sei es Gewindefedern, KW, Clubsport, V3, DDC. Einfach mit einer Feile ein bisschen freirubbeln und schon passt es. Das ist jetzt der Dämpfer für die Vorderachse. Ich habe jetzt hier mal den ersten Karton geöffnet. Das ist der große 6-Kolben-Bremssattel. Ich habe den jetzt hier abgeklebt, damit der gleich beim Einbau keine Beschädigung abkriegt. Das ist schon echt sexy, ne? Muss man so sagen. Und ich habe jetzt die Seite, die man gleich von außen quasi sehen wird, ein bisschen abgeklebt. Weil der hatte schon so ein paar kleine feine Kratzer. Habe ich auch extra vorher dokumentiert und fotografiert. Und damit das gleich bei der Montage nichts irgendwie Spitzes da rankommen von den Werkzeugen, klebe ich das immer gerne ab. Leute, wir haben jetzt das Fahrwerk komplett schon mal eingebaut, haben die Höhe so eingestellt, wie wir erstmal fürs erste Mal ablassen, denken, dass es in Ordnung ist. Natürlich werden wir noch mal nachjustieren müssen, auf jeden Fall. Also das KW-DDC und die ganzen Steckverbindungen sind alle schon drin. Jetzt geht es zum Thema Bremse. Hier ist die Scheibe. Ist wirklich alles dabei, Ankerblech, Bremsscheibe, Bremsbelag, Fühlsensor, Leitungen nehmen wir ja neue, habe ich ja erwähnt, die Stahlflex. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Spurplatten hier sauber gemacht, die waren voller Flugrost bis zum geht nicht mehr, also ich weiß nicht. Und auch hier seht ihr das, ich habe jetzt alles hier sauber gemacht und das sieht immer noch scheiße aus. Was meint ihr, wie das vorher ausgesehen hat? Ich wollte euch mal die Bremsbelege zeigen. Ne? Der hat genau das gemacht, was wir vorher auch abgesprochen hatten. Und zwar habe ich ihm gesagt, besorgt die M-Performance Bremsbelege. Das sind quasi die M-Performance Bremsbelege vom M5 F10 oder M6, F12, F13 und F06. Reicht auch, wenn ihr das nur auf der Vorderachse macht. Die Hinterachse könnt ihr die normalen drin lassen. Leider quietschen sie ein bisschen, aber es ist halb so wild, würde ich sagen. Und ich wollte noch mal anmerken, dass wir auch hier genau da sauber machen. Anti-Rost und Bremsenschutz drauf machen, auch da, wo man es nicht sehen kann. We'll be right back.
kommen wir zum Ende des Videos. Das war der Umbau von der offiziell M2 Competition Trackbremse auf den BMW M4 F82. Kann man auch für einen M3 F80 und M4 F83 und natürlich M2 Competition, so wie eigentlich ursprünglich vorgesehen, und natürlich auf den normalen M2. Mit der Zulassung muss man immer so ein bisschen schauen. Eigentlich offiziell von BMW nur für M2 Competition freigegeben. Aber im Endeffekt, wie bereits erwähnt, ist das eine M5 F10 Bremse. Ja, kann man ja auch anhand der Bremsbeläge sehen, die wir genommen haben. Hier quasi die M-Performance Bremsbeläge für M5 F10 und M6 F12, F13, F06. Und Fahrzeug fährt sich sehr gut. Bin schon auf der Autobahn gefahren, habe das Fahrzeug leicht eingebremst. Das Fahrzeug wird jetzt 3-4 Tage bei mir bleiben. Der Kunde hat mir gesagt, ich soll mich komplett drum kümmern, um den ganzen Umbau quasi. Werde jetzt auch einfahren, das Fahrzeug, einfahren auch die Bremse. So Leute, wie gesagt, ich habe jetzt mal noch eine andere Ansicht für euch reingemacht. Arbeiten sind abgeschlossen, ich werde es noch einfahren, ich werde die Bremsen einfahren, gucken, ob es noch was zu verbessern gibt. Ich werde die Achsvermessung machen, dazu muss ich auf jeden Fall ein paar hundert Kilometer fahren. Und dann wird das Fahrzeug zurückgehen an den Kunden. Schöne Grüße an den Adam. Fahrzeug fährt sich sehr gut. Ich habe die Dämpfereinstellungen in allen Modis durchgetestet. Nicht anders erwartet, KW-DDC ist auf jeden Fall eins der Top-Fahrwerke, muss man so sagen. Und jetzt hier mit der M-Performance-Bremsanlage, mit der Track-Anlage von BMW M-Performance, mit den upgegradeten Bremsbelägen fährt sich das tip-top mit den neuen Domlagern. Also fährt sich wirklich sehr gut. Fahrzeug hat ja auch bereits eine Stage 1 drauf. Fahrzeug hatte ursprünglich ein OPS. Hat jetzt die Acra Evo drauf, also ne, das Fahrzeug ist schon gut umgebaut, da haben wir schon einiges dran gemacht. Wir können, wenn ihr Bock drauf habt, mehr auf die ganzen Bremsen-Themen eingehen, gar kein Problem. Ich sehe gerade, dass das hier an ist, sorry, hör mal, was soll ich machen, ich bin kein Kameramann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich würde sagen, Channel abonnieren, Daumen da lassen, ansonsten ist tief in der Nacht. Umbau dauert, so ein Umbau müsst ihr schon eigentlich 10 Stunden einkalkulieren, würde ich behaupten, wenn ihr alles perfekt macht, also Fahrwerk, Bremse, Domlager und noch ein paar Special Sachen am Fahrwerk und auch an der Bremse. Danke fürs Einschalten, ich muss pennen. Morgen geht's weiter. Ciao, ciao.